So, das mit dem Zählen klappt ja noch auf jeden Fall bei denen, die zuhören. Die Schweizer haben auf jeden Fall in der Schule aufgepasst, haben das Zählen gelernt. Auf jeden Fall eine Ecke von Luzern. Guten Morgen. Mit dem Lesen, das probieren wir jetzt. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds, insbesondere mit derivaten und liegenden Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können oder Kapital darüber hinaus. Es besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss ich eine Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste im Börsengeschäft, in der Teilnehmer auch Beispiele aussagen, die Seminars oder Webinars Berufe, weder von Dozenten noch von Forex-Pro-Systemen noch von deren Partner Führungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen AGBs von Forex-Pro-Systemen. Das fragen wir am Ende der Session noch mal ab. Wer von euch drei Kinder hat, der kennt das, oder? So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die Sonne soll scheinen. Genießt es. Tschüss. Blauer Himmel, so wie es aussieht. Hopp. Da haben wir es. Begeben wir uns mal auf die Pfade, wo wir hingehören. Danke, Rolando. Ich hätte es vergessen. Ich komme mal langsam in das Alter, wo man mal vergessen darf. So. Da wir gemeinsam in diese Woche starten, verschaffen wir uns in zweierlei Hinsicht erstmal einen Überblick und schauen. Wir haben hier ein aktives Short-Signal. Wer das genutzt hat, stoppt da oben drüber. Ich weiß, der ist recht weit. Für die, die die Widerstände handeln, Ziel die 87. Länger erfahrene Händler, Rolando, Georg, etc., die ich jetzt hier nur rauspicken kann. Ich warte, bis wir den Bereich hier oben nochmal anlaufen. Wir haben nur noch ein paar Minuten bis 8 Uhr. Bis dahin schmeißen wir einen Blick auf den Wirtschaftskalender. Die Australier sind heute durch. Und die Neuseeländer kommen erst heute Nacht. Bis dahin ist relativ Ruhe im Schiff. Außer dass die Kanadier ein bisschen was versuchen zu bewegen. Morgen sieht die Welt ein bisschen anders aus. Morgen früh. Bitte achtet drauf auf die Homepage, beziehungsweise würden wir noch eine Mail senden, falls wir das Webinar morgen eventuell um eine Stunde verschieben, um die News mitzunehmen. Aber das muss ich gucken, ob das, wie das zeitlich passt. Moin, Peter. Und dann geht es hier ein bisschen ruhiger zu. Donnerstag, Zinsentscheid. Und am Freitag, Nachmittag, unsere Arbeitslosenquote heißt für uns, wir haben Robinson-Woche. Was da mit sich bringt, dass wir wahrscheinlich eine ruhige Woche insgesamt erleben werden. Heute und morgen vielleicht noch ein bisschen Dampf und dann sollte es etwas ruhiger werden. Ufbas.de haben wir heute Morgen schon aktualisiert. Wer sich
für DAX und Co. interessiert, kann hier regelmäßig unsere Analysen nachlesen, sofern wir welche machen, wenn wir die hier veröffentlichen. Im Übrigen werden wir uns morgens ausschließlich an unser Regelwerk Euro Pro halten und alles andere, was DAX und Co. und DAU und unsere weitere Entwicklung so weiter betrifft, werden wir uns in den Nachmittagswebinaren widmen. Wir haben genau diesen Bereich heute Morgen auch auf der ufbas.de auseinandergepflückt, dass der Schlüsselbereich 1,2540 sowas in diesem Bereich ist, der eigentlich angelaufen werden sollte, womit wir rechnen können. Ob er das tut, sei dahingestellt, das Chartbild spricht im Moment was anderes, was für mich dann heißt, dass in diesem Fall hier nein. Dieser Bereich hier sollte eigentlich angelaufen werden. Der Rücklauf hier, den wir jetzt hier hatten, war nur Gap Close vom Wochenende. Im Moment dreht das Ding ganz klar wieder Richtung Süden. Er hat sich hier langsam hochgequält, hat das Gap zugemacht und geht jetzt stramm Richtung Süden. Die Formation hier ist ja auch nicht so ganz ohne auszulesen. Dazu kommt erschwerend, dass wir von der letzten Abwärtsbewegung fast punktgenau an die 61,8 gelaufen sind. Das sind die Sachen, die mich dazu bewegen, die Short-Variante zu bevorzugen. Gerade nachdem der Bereich hier unten, die 1,25, ja nun wirklich massiv durchschlagen wurde. Aber an der Börse, wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss. Und wir sehen auch in meinem alten 4-Stunden-Chart Gap Close. Die Marken hier haben Bestand. Nächste wäre hier unten die 26. Und dann muss Papa wohl langsam mal sich da dran schmeißen und ein bisschen was tun. Oberkante 44. Verstehe die Frage jetzt nicht, Rolando? Wenn diese Kerze jetzt hier schließt, in der Form, dann haben wir ein letzte Abwärtsbewegung für Fibo. Gucken wir uns gleich nochmal an. Dann kriegen wir hier eine schöne Umkehrkerze, die uns auch dazu bewegen könnte, Short weiterzumachen. Oberkante von der letzten Abwärtsbewegung. Ich habe die 1,2591 genommen. Wir können natürlich auch die 44 mal checken. Da ist er aber lange durch. Durch die 61, wir sehen mal, wie die gebremst hat, dass er jetzt durchgeschossen ist, ist meiner Meinung nach nur als Gap Close zu werten. Wenn nicht, wenn der Bruch jetzt massiv erfolgt ist, dann läuft der jetzt hier wieder runter an den Bereich 25,10 bis 25,5, so in diesem Bereich. Und dann, wenn er dann Schwung holt, dann ist der Bruch hier massiv und dann können wir wieder mit der 1,26 rechnen. Dann sollte er sogar richtig Dampf kriegen. Wir können hier aber nur analysieren, nur gucken, was für uns in Frage kommt. Und deswegen habe ich
die Bewegung von da nach da genommen? Stimmt nicht. Von da nach da. Und hier sind wir im 50er-Bereich. Interessant. Bewegen wir mal das Ding. Na gut, waren ja doch ein paar Pünktchen mehr. So, dann war ich hier an der 50er, was sich mit der 61,8 von der Abwärtsbewegung deckt. Heißt, machen wir das Spiel mal groß und dann gehen wir auch gleich wieder in den Handelschart zurück oder in den 1-Minuten-Chart, um eventuell zu gucken, ob wir da jetzt was tun können. Im Moment sieht es ja noch nicht danach aus. So. Da haben wir die 61,8 und die 50. Hier haben wir die 50 und die 61,8. Das heißt, genau diese beiden Händlergruppen sind hier unterwegs. Ich lasse die Fibus mal so drinne. Gucken wir uns nachher an und jetzt kümmern wir uns mal um den Chart, wo es nichts zu gucken gibt. Im DAX, da gehen wir heute der Berg drauf alt. Nur ganz kurze Anmerkung, dort haben wir noch ein Gap offen, was wir auf ufbas.de auch beschrieben haben. Da ist das Zünglein an der Waage heute 9230. Im Future ist da noch ein Gap offen von 9220 ungefähr bis 9150. Da sind noch 70, 80 Punkte offen, die geschlossen werden sollten. Und das nach Möglichkeit diese Woche vor Freitag, bevor die Arbeitsmarktdaten kommen. Solange tummeln wir uns hier rum. Ich werde nicht zum Wochenende haben wir Seminar. Ach so, nur zur Information. Seminar November, also nächstes Wochenende ist ausgebucht. Seminar Dezember ist komplett mit Voranmeldung voll. Wenn dort noch Interessenten auftauchen sollten, dann müssen sie sich bitte rechtzeitig melden, weil dann müssen wir umziehen. Dann können wir es nicht hier im Büro machen, sondern dann muss ich im Hotel, im nahegelegenen Hotel hier einen Seminarraum anmieten, um es dort zu machen, weil wir da ebenfalls ausgebucht sind. Dann haben wir unser Vollmachtsformular minimal geändert. Das werden wir euch im Laufe der nächsten Woche zukommen lassen in einer separaten Mail und euch bitten, dieses bitte ausgefüllt und unterschrieben an WH zu senden. Die Nachmittagswebinare, die wir im Dezember nicht machen, aber ab Januar wieder. Die Anmeldung könnt ihr vornehmen auf den Link haben wir versendet. Auf die Homepage setze ich es nachher gleich.
Änderung da, wer sein Konto bei WH über uns führt, bleibt alles beim Alten, ändert sich nichts. Wer sein Konto nicht über und nicht über uns, also nicht über Forex Pro Systeme bei WH führt und oder bei einem anderen Broker handelt oder so, bezahlt 200 Euro für das Quartal. So, unser Short-Signal hat immer noch Gültigkeit. Da das noch Gültigkeit hat, werden wir bis 18.05 haben wir ein relativ kleines Risiko. Ich habe den Einstieg dort sauber verpasst. Also werden wir den gleich versuchen. Mit einer kleinen Position nachzuholen. Aber dazu muss er da erstmal durchpfeifen und sollte mir jetzt hier nach dem Bruch einen sauberen Rücklauf liefern, dass wir auch eine Chance haben, da sauber reinzukommen. Die Leute, die dieses Wochenende zum Seminar kommen, bitte achtet darauf, dass eure Rechner laufen, dass die aktiv sind, dass EuroPro da drauf aktiv ist, mit allem drum und dran. Wenn irgendwas noch nicht läuft oder irgendwas noch nicht astrein ist, bitte schickt uns eine Mail, dass wir zeitnah dann einen Termin abmachen können, um alles einzurichten. Wenn er sich so zaghaft hier verhält, so den nächsten Rücklauf werde ich nutzen, um mit einer kleinen Position da reinzugehen. Wenn er den Zielbereich hier nimmt, ist es eh kaputt. So. Nächste Chance werde ich nutzen, um eine Position hier zu platzieren. Zack, da ist sie schon. Wer sich hier in den Markt einstoppen lässt, Stops gehören hier oben drüber, über diesen Bereich. Also über 17, 18, da oben drüber. Profits gehören hier unten an die 88 in diesem Bereich. Welchen meinst du, Georg? Zeig dir doch, hier ist die Linie.
Rücklauf bis an die 13 durchaus möglich. Schick mir mal ein Chartbild von dem, was er bei dir anzeigt, bitte. Ah, ich kann dir sagen, warum. Ich habe eine falsche Studie offen, Georg. Ich bin in die Cloud gewechselt heute Morgen, habe hier eine andere Studie offen. Sorry. Ich habe hier eine Minute mit Alarm Plus, das ist eine. Die Tiefs hier sollten durch sein. Wie gesagt, die können noch bestätigt werden. Und dann soll der Lauf bis an die 88, 87 so in diesem Bereich hier runtergehen. Sobald er durch dieses Tief ist, gehen die Stops hinterher. Dann läuft meine Position. Stops da oben drüber. Jetzt gehen wir mit dem Stop schon mal da hinterher auf die 17. Take Profit unten knapp über der Linie. So, jetzt muss ich euch mal ganz kurz den Ton abdrehen. Ich bin sofort wieder da.
Ups, hatte vergessen, den Ton wieder einzuschalten. Okay, nochmal das ganze Spiel von vorne. Michael hatte optisch den Einstieg verpasst. Und Ziel war es ja, dass der Zielbereich hier angelaufen wird. Ich muss mein Stop mal Break Even ziehen. Oder auf jeden Fall über das Hoch. Licht ist da drüber. Ziel war es ja, hier unten diesen Bereich anzulaufen, die 88. Peter, wir beide telefonieren nachher mal gleich nach dem Webinar, bitte. Peter P. Ich habe für dich eine interessante Aufgabe. Und da ich den Einstieg hier verpasst habe und wir es hier nachher 8 Uhr hatten, habe ich gesagt, okay, suche ich mir einen Einstieg, nachdem er durch diesen Zielbereich, durch diese Kante hier durch ist. Deswegen bin ich da erst rein. Stop liegt jetzt hier oben drüber, weil den Zielbereich kann ich auch mal bestätigen. Und Take Profit liegt nach wie vor hier unten an der 88, 89, meine ich bei 89. Nach Euro Pro, rein nach Regelwerk, Bewegung, Korrektur, Rücklauf möglich bis in diesen Bereich 7. Dann kann man sich unter der Kerze einstoppen lassen, so sagt es auch das Regelwerk. Und stoppt dann direkt da oben drüber, Take Profit da unten hin, darauf achten, dass wir ein positives CRV haben. Hier unter dieser Kerze in diesem Bereich sich den Einstieg suchen nach Euro Pro. Dies ist keine Handelsempfehlung, das ist eine Erläuterung von unserem Handelsstil, von unserer Art zu handeln, nichts anderes. Okay. Stop habe ich jetzt über der 12 liegen. Knapp über der 12. Ich habe die Position mittendrin. Wir sind hier drunter, unter diesem Bruch sind wir rein. Und die Korrektur jetzt zu handeln, okay. Aber ich bin hier, ich bin noch ein Punkt oder 1,2 Punkte im Risiko. Darüber liegt mein Stop. Hier drunter war mein Einstieg und darüber liegt mein Stop. Ich bin noch 1,2 oder 1,3 Punkte im Risiko mit einem Ziel von 20 Punkten. Das heißt, ein CRV von 20 zu 1. Da ist nichts gefährlich dran. Also aus meiner Sicht nicht. Das muss jeder mit seiner Mentalität vereinbaren. Ausschlaggebend war die Marke oben, dass er das Hoch bei 1,2530 ungefähr gemacht hat und dort abgeprallt ist. Was in den übergeordneten Zeitebenen im Stunden- und im 4-Stunden-Chart ganz markante Widerstände waren, die ganz klar für neue Tiefs, sogar für neue Wochentiefs sprechen. Damit auch neue Jahrestiefs. Aber erst mal unten an der 88. Da, an der 88 unten, ist meine Position 21 Punkte vorne, geht mein Stop auf 12 Punkte und dann warten wir ab. Stop aufs Tagesziel und dann warten wir einfach ab.
Das ist die Kunst der sauberen Analyse. Stop geht break even. Und ein Pünktchen dazu, damit wir die Gebühren drin haben. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, dass wir plus minus null heute arbeiten. Take Profit, weit weg und Take Profit habe ich weggezogen und hier unten kommt jetzt ein Alarm hin an die 90. Damit ich darauf aufmerksam gemacht werde, wenn das Ding da durchgeht. Ich zeige bewusst nicht das Fenster, das ist hier, weil wenn ich das jetzt mache und ich jetzt, sage mal, den Stop verziehe, dann kann das ja mal zeigen. Wenn ich den jetzt in Take Profit jetzt verziehe, da muss ich die Hand rausnehmen, dann, oder ich hier eine Position jetzt platziere, machen wir es mal so rum, ich lege jetzt hier drunter noch eine Stop Order. Macht er auch sofort, warum? Weil die Orderfenster, alles was an Orderfenster und so weiter ist, macht er alles im Hauptfenster auf. Das heißt, das liegt genau dahinter. Dort. Und dort wird er jetzt immer die Orderfenster hinlegen, so wie eben. Und deswegen muss ich dieses Fenster auf einen anderen Schirm packen. Das ist der Hintergrund, der einzige. Meine Position zeige ich regelmäßig, habe ich überhaupt keine Angst davor. Gar nicht, wir haben nichts zu verstecken. Wir müssen zum Glück auch nichts verstecken. Die Positionsgröße interessiert nicht, da ich ein Vermögensverwalter-Tool dahinter habe, wo ich die Positionsgröße auf andere Kundenkonten dupliziere, weil hier geht es rein um die Punkte und nicht um die Positionsgröße, um das Geld, was man hier verdient oder verliert, zu zeigen, sondern hier geht es lediglich darum, was man an Punkten macht und was nicht. Was wir an Geld hier bewegen, geht keinen Menschen was an. Aber ich habe hier drei Bildschirme, Michael, das wirst du ja sehen im Dezember. Und da ist meine Position. So. Stop hat er ganz knapp verfehlt. Da sind wir rein. Da liegt mein Stop. Und mein Take Profit habe ich hier unten weggezogen. Habe ich gesagt. Den habe ich erstmal ganz weit weggezogen auf die 44 und hier, wenn er an den Zielbereich hier unten kommt, da wo der Take Profit vorher gelegen hat, dort habe ich mir jetzt einen Alarm hingelegt, weil wenn er den durchschlägt, dann will ich meinen Stop auf 12 Punkte in Gewinn ziehen, das heißt auf mein Tagesziel. Richtig, Peter. Entweder sieht man mein Büro oder meine Anlage im Dezember oder man guckt die Trader 3. Peter hat aufgepasst im Fernsehen, genau. Im D-Trader 3 sieht man in der Reportage, die wir bei uns auf der Homepage verlinkt haben, sieht man mein Büro und sieht auch meine, sag schnell, meine Bildschirme. Das hier könnte jetzt die Korrektur in 5 Minuten werden, die ist gefährlicher. Deswegen ist mein Stop auch auf Break-Even. Also, Peter P., sich jetzt einen neuen Einstieg zu suchen,
Weiß ich nicht. Kann man machen mit einem ganz kleinen Risiko. 0,4 Einstieg. 0,8 Stop. 0,8, das wird nichts. Stop muss über die 0,8, über dieses Hoch. Hat man 4 Punkte zu 88, 4 zu 15 oder 4 zu 16, also ein CRV 4 zu 1, immer noch machbar. Michael, ich will ja nicht wehtun, aber ein Trade beobachten ist gar nicht so interessant. Ein Trade beobachten macht einen nur nervös. Man hat eine Entscheidung getroffen. Wenn man jetzt davor sitzt, diesen Trade die ganze Zeit beobachtet, dann wird man dazu verleitet, immer regelmäßig Fehler zu machen und regelmäßig irgendwas daran zu verändern, was nicht gut ist. Sondern wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, ich habe den Alarm unten hingelegt, ich habe meinen Stop auf Break-Even. Das ist das Regelwerk. Mehr muss ich jetzt nicht wissen. Alles andere passiert jetzt automatisch. Ich kriege eine Nachricht. Wenn er da unten durchgeht, nämlich genau da, und dann ziehe ich meinen Stop auf 12 Punkte in Gewinn und dann bin ich happy. Mein TP, das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben hier jetzt das erste Ziel, wo er jetzt hinfallen sollte, genau in diesem Bereich hier. Und das nächste Ziel ist hier unten die 24,41. Mein TP liegt bei 44. Erstmal. Und dann schauen wir weiter. Da unten haben wir eine ganz markante Marke und genau darüber liegt mein TP, der jetzt im Moment bei 44 liegt hier unten. Wie ziehst du den Stop nach 88 nach? Wenn der Alarm kommt, geht mein Stop rigoros 12 Punkte in Gewinn. Das heißt, mein Einstieg ist ungefähr bei 10, dann geht mein Stop auf 98. Dann habe ich meinen Stop auf meinem Tagesziel liegen und danach nach mir die Sinnflut. Danach ist mir alles völlig Banane. Danach soll er durch und dann liegt mein TP bei 44. Und dann werde ich rausgeschmissen mit 54, 64 Punkten. Und wenn ich mit 64 Punkten rausfliegen kann, dann fliege ich mit 64 Punkten raus, dann ist auch gut. Und dann habe ich keine Zeit mehr, meinen Trade zu betreuen, weil dann muss ich mit Peter P. telefonieren. Aber erstmal muss er da unten hinkommen. Wenn er sich sehr schwer tut, könnte es sogar passieren, dass er, wenn er hier unten anläuft, mir hier kurz rausfegt, eine Umkehrformation macht, da ich die Position dann sogar glatt stelle mit 20, 30 Punkten, weil ich dann mein Tagesziel im Sack habe. Dicke im Sack. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der Werner da ist. Der Werner N. Werner Neu, ba 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 ist da.
Melde dich zu den Nachmittagswebinaren heute an und dann kriegen wir das schon geregelt. Eine reine Bierfrage. Melde dich an, Papa drückt das Knöpfchen, dann kannst du uns dann heute Nachmittag ein bisschen über die Schulter schauen. Hier fehlt ein bisschen Dampf. Was aber an diesem Doppelboden ist, dafür spricht, dass er da eventuell gleich mit einem richtigen Schwung einmal durchkachelt. Derweil machen wir mal einen kurzen Ausflug. Aber auch nur, weil zu viele jetzt danach schreien. Du hast deinen Jahresverlust auch schon im Sack, Manfred. Okay. Manfred, das M, das mürrische Mammut, hat seinen Jahresverlust im Sack. So, gucken wir uns den Kumpel hier mal an. Der DAX hat am 31. nochmal richtig Gas gegeben. Warum? Um den Monatsschluss dementsprechend hinzukriegen, so wie die Jungs das brauchten. Ziel hatten wir immer gesagt, wenn er nach oben durchgeht, 9.350. Punktlandung. Gestern nochmal getestet. Im Future haben wir ein enormes Gap. Und zwar von 70 Punkten. Von der 9.140 oder 50 in diesem Bereich bis 9.220. Weil da hat er erst danach geöffnet. Das hier ist über Nacht passiert. Diese Spanne. Was wir hier sehen, könnte ein schönes bärisches Harami werden, was dann den ganzen Spaß erstmal wieder nach unten drückt, eventuell sogar bis zu 8.900. Mehr dazu heute Nachmittag. Jetzt sind wir erstmal auf dem Weg zum Gap Close. Mehr dazu gucken wir uns heute Nachmittag an. Das wird eine schwere Geburt hier. Aber wer in der gleichen Lage ist wie ich und sein Stop-off-Break-Even hat, soll einfach ein Grinsen im Gesicht haben und dann sagen, okay, hopp oder top. Entweder das geht jetzt oder das geht jetzt nicht. Da muss man jetzt einfach auch mal die Nerven behalten. Die Aufzeichnungen dürften alle hochgeladen sein auf der Homepage. morgens, 30.10. nachmittags und 29.10. nachmittags und der 29.10. morgens ist auch aktuell. Haben wir frisch aktualisiert. Ist alles da. Ja, Peter, mach ich. Okay, kümmern wir uns um das Regelwerk. Stop liegt hier oben drüber. Bei mir ein Punkt im Gewinn. Das heißt, selbst wenn ich jetzt oder 1,5 Punkte im Gewinn. Das heißt, wenn ich jetzt rausfliege, dann fliege ich kostenfrei oder kostenneutral raus. Mein Spread habe ich eh schon drinne. Ich muss noch die Gebühren bezahlen und die Gebühren, dafür langt dieser eine Punkt. Dann war das eine Nullnummer. Plus, minus, null. Okay?
Wenn er unten durchgeht, hier kommt der Alarm an dem Punkt bei 87, 88, 99 kommt der Alarm, wenn er mich da jetzt überhaupt noch hinlässt. Wenn der Alarm kommt, dann geht mein Stop 12 Punkte in den Gewinn, sprich, er geht dann hier irgendwo in diesem Bereich. Aber dazu muss er hier unten erstmal anlaufen, muss da auch erstmal hinkommen. Wahrscheinlich wird meine Position gleich gekillt. Wenn er hier unten ist, wie gesagt, Stop aufs Tagesziel, 12 Punkte. Ups, das war jetzt nicht klug. Und TP liegt bei 40 oder 44. Noch ist meine Position drin. Mein Stop hat er ganz knapp geholt jetzt. Okay, das war's. Das ist es. Jetzt ein Spread ganz kurz mal auseinander gepoolt und dann war's das. Diese Position ist raus mit einem Punkt. Trotzdem habe ich keine Angst davor, wenn mir die Formation das hergibt, würde ich die gleiche Position wieder setzen. Und wir sehen auch, da wo mein Stop lag, hat auch das Alarmsignal reagiert und hat das Short-Signal aufgehoben. Okay. Mehr zu dieser Geschichte gucken wir uns heute Nachmittag an. Und sehen uns dann heute Nachmittag wieder. Dann gucken wir uns auch mal den DAX genauer an, poolen uns den mal auseinander. Und schauen uns vielleicht auch mal die Position an, was heute Morgen hier gelaufen ist. Ich habe auch keine Angst davor, gleich die Position wieder zu eröffnen, wenn sich jetzt rausstellen sollte, dass er jetzt nur die Stops ganz kurz über diesem Hoch geholt hat hier. Dann habe ich auch keine Angst davor, die Position nochmal zu platzieren. Aber das sehen wir dann, gucken uns heute Nachmittag an. Ich werde mich jetzt hier verkrümeln. Ich weiß, ihr lauert noch auf die Freischaltung im Group Trading. Werde ich mich eventuell heute Vormittag noch drum kümmern, zumal wir dann den automatisierten Handel da laufen lassen wollen. Okay? In diesem Sinne werde ich mich jetzt hier verkrümeln. Wir sehen uns heute Nachmittag wieder in alter Frische. Bis dahin, bleibt sauber. Euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss und moin, moin.